So, da sind wir wieder. Teil 2, die nächsten drei Strecken. 4 GT1. Es gibt weniger schwierigere Passagen als die Route Rouge, aber die Blanche Limon ist auch nicht besser. Konzentriere dich auf dein Tempo und schlage dich aufs Gleiche. Na, die ist auch nicht schlecht. Die Strecke. Jamie macht gleich Druck, pusht gleich richtig hart. Ich weiß gar nicht, ob Nordschleife dabei war. Ich glaube nicht. Die würde noch fehlen, ne? Oh, Alter. Das war schon grenzwertig gewesen. Ja, das Rennen könnte ein bisschen extremer werden. Auf jeden Fall bleiben sie nah dran. 1,2 Sekunden Vorsprung ist jetzt nur. Aber Ideali schon mal gemeistert. Ich sehe schon wieder den Leuchtkegel im Rücken. Ich lade die nicht los. Aston Martin, so wie es aussieht, diesmal.
letzte Runde noch mal alles geben. Und jetzt ziehe ich mal leicht davon, 2,6 Sekunden. Muss ich gucken, ob ich noch weiter ausbauen kann. Auch schon jetzt alle Kurven gemeistert. Das bei dem Druck, bei dem Stress. Aber jetzt geht's einigermaßen. Immer noch gute 2,6 Sekunden Vorsprung. 2,5 Sekunden bessere Rundenzeit. Alter, nicht driften, nicht driften, bitte nicht. Oh. Hätte jetzt auch ganz rausrutschen können. Kompletten Abflug gegen die Wand machen können. Sehr schön, sehr schön. 20 Punkte Vorsprung. Jamie Campbell Water. Britischer Profirennfahrer. Nürburgring. Haben wir schon alles. Drei Runden. Ah, zu spät, die Bremsen ein bisschen schnell wieder auf der Strecke kommen. Nürburgring ist eine schöne Strecke. Kann man eigentlich ganz locker fahren.
Wie viel Vorsprung haben wir denn jetzt? 3,9. Wo ist die Crowd? Da ist die Crowd. Wie sie alle da sitzen, ganz still. Nichts los. Bei 10 der nochmal verbessert. Die hier machen wenigstens Fotos. Ach, jetzt da drüben auch. In der letzten Runde. Da oben fliegt mal ein Zeppelin. Need for Speed Werbung. Jetzt hatten wir schon einen Heißluftballon, Flugzeug und ein Zeppelin gesehen. Bei 10. noch mal schneller gewesen. Monza. 4 Runden. Geht der schon wieder an vierter Stelle. Kann irgendwie nicht mithalten. Oh, klein Poller umgekommen.
So, erste Runde. 5 Sekunden rausgefahren an Vorsprung. Bremsen glühen schon wieder. Hinten zumindest ein bisschen. Jetzt schon gleich bei 10 Sekunden. Was war das? Habe ich da die Wand gerade berührt? Oder war es eher noch der Körper? Vielleicht ein bisschen mit dem Kotflügel dran gekratzt. Letzte Runde. Oh, es war ganz schön wenig mit Vorsprung. Jetzt bei 15 Sekunden. Knapp. Auch diese Details bei dem Auto. Unten in der Mitte das Maserati-Emblem.
Die Runde wird langsamer. Waren jetzt 18. gewesen. So, das war jetzt das dritte Rennen. Die letzten drei machen wir in der nächsten Folge. Dann Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.